ich habe jetzt die Laura heute hier bei mir von der Firma Schuler. Könntest du dich und dein Unternehmen vielleicht einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Jetzt sitzen wir hier gerade an der Hochschule Esslingen im Campus Göppingen. Genau. Hast du schon mal das große, hohe Gebäude gegenüber auf der anderen Straßenseite gesehen? Hier gegenüber in Göppingen? Ja, klar. Das sind wir. Ach, tatsächlich. Wir sind ein internationaler Technologiekonzern mit Hauptsitz bei uns in Göppingen. Das heißt, wir sind sehr regional verbunden, obwohl wir auch sehr international sind. Und wir stellen ganz unterschiedliche Produkte her zur Materialumformung, maßgeblich Blechumformung. Das sind zum Beispiel Pressen, so wie du das kennst. Also dieses klassische Hoch-Runter. Und am Ende sieht das Teil anders aus als vorher. Das sind aber auch die großen Anlagen bei den OEMs. Die sind dann so 8 Meter hoch und 150 Meter lang. Also so Reihenhauscharakter. Oh, wow. Und am Ende kommt die Karosserie raus, zum Beispiel von Porsche, da kann ich sagen, mit denen haben wir ein Joint Venture. Gleichzeitig sind wir aber auch mittlerweile so digital, dass wir digitale Produkte verkaufen, also eine Software für unsere Produkte. Und wir bieten auch den Service an und arbeiten an neuen Technologien, sprich KI, ChatGPT kennt, glaube ich, mittlerweile auch jeder. Ja, tatsächlich. Der Batteriemarkt zum Beispiel, den wir gerade so ein Stück weit auch erobern, würde ich fast schon sagen. Genau, das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. In welchen Bereichen sind die Studierenden da besonders gefragt? Jetzt, wenn wir uns mal wirklich auf Göppingen konzentrieren, wir haben insgesamt, das schwankt immer so zwischen 50 und 60 Studierende nur bei unserem Standort. Wow. Die werden bei uns ganz aktiv mit einbezogen in die Arbeit. Je nachdem, in welchem Bereich du bist, sind das entweder wirklich projektbasierte Themen oder in die alltägliche Arbeit. Und uns ist vor allem wichtig, dass die Studierenden das Gefühl haben, wir gehören dazu. Sei es, dass du eingeladen wirst zum Sommerfest, Weihnachtsfeier, aber auch wirklich bis hin, du bist in den Showfixen mit dabei, du kriegst mit, was passiert überhaupt vom großen Ganzen. Also es sind schon sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig haben wir auch so ein paar Programme. Also zum Beispiel haben wir den Werkstudierendenstammtisch, wir haben ausgeprägtes Onboarding für Studierende. Und da geht es einfach darum, wie ist es denn, wenn du wirklich im beruflichen Umfeld tätig bist, aber immer noch so ein bisschen im Schutz. Ich bin ja eigentlich noch Student und ich möchte mich ja auch austauschen. Und ganz wichtig, wie viel kannst du ausprobieren in der Zeit? Also wir haben viele Werkstudenten, die kommen als Werkstudent, bleiben als Praktikant oder Praktikantin, machen dann ihre Abschlussarbeit mit uns und werden dann übernommen zum Beispiel. War bei mir auch so. Stichwort Work-Life-Balance. Wie sieht es bei euch da so aus? Also das ist auf jeden Fall ein Wort, das muss erstmal ankommen in so einem schwäbischen, mittelständischen Konzern. Ja, das geht aber nicht nur uns so, sondern es geht ganz vielen Unternehmen so. Ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat viel dazu beigetragen, dass vor allem mobiles Arbeiten Thema ist. Das gab es vorher auch schon, jetzt ist es richtig präsent. Was mich besonders freut, ist, dass Schuler sich ganz klar zu dem Thema auch positioniert hat. Also bei uns kann man mobil arbeiten. Wir bieten das auch Studierenden an, nach einer gewissen Einarbeitungsphase. Klar, am Anfang geht es darum, erstmal netzwerken, hol dir deine Kontaktpersonen, arbeite dich ein, schau, dass alles funktioniert. Ich persönlich habe im Moment 5 Studierende in der Betreuung und die arbeiten alle Teil mobil, Teil vor Ort. Die versuchen das sich auch so ein Stück weit selbst einzuteilen, zum Beispiel zwischen Vorlesungen oder abends. Dann gibt es auch wieder Tage, da sind sie da oder Events. Also das ist schon ganz wichtig. Ich glaube aber wichtig, wenn wir über mobiles Arbeiten reden, ist auch immer ein Stück weit Vertrauen. Also umso mehr ich dir vertrauen kann, umso mehr verantwortungsvolle Themen bekommst du und umso mehr hast du die Möglichkeit, auch selber deinen Job auszugestalten. Und ich glaube, das ist maßgeblich für Schuler. Die Freiheiten und auch die Verantwortung, die du übernehmen kannst. Gut, im Großen und Ganzen soll es natürlich immer irgendwie auch das Ziel sein, da sein zu wollen im Unternehmen, um einfach so viel wie nur möglich auch mitzubekommen, um ganz viel aufzuschnappen und da lernt man natürlich am meisten. Genau so ist es. Aber es gibt natürlich auch viele Studenten, die vielleicht von weiter her kommen oder halt eben nicht so gut gebunden sind. Ja. Und Göppingen ist jetzt natürlich dann auch für manche, wenn jetzt jemand von Stuttgart herkommt, nicht gerade nah. Und dementsprechend ist dann halt schon schön, wenn man eben auch Homeoffice machen kann, auch als Student, was eben nicht gang und gäbe ist. Und dementsprechend finde ich das sehr schön, dass eure Firma das auch anbietet. Das auf jeden Fall. Und wir merken auch, dass die Studis immer mehr auch vor Ort sind, weil sie sagen, ich kriege viel mehr mit, ich werde mehr eingebunden. Und das ist ja eigentlich das schöne Signal, dass niemand sich zu Hause verkriecht, sondern dass die Leute sagen, ich mache Homeoffice nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ganz genau. Und sonst bin ich gerne aber vor Ort. Und wir haben auch ein super Büro und du kriegst als Studi genau deinen Arbeitsplatz, deinen Laptop, alles ist da. Also das lohnt sich auf jeden Fall vor Ort zu sein. Und vom Standort her kann man eigentlich auch gar nicht meckern. Ich meine, man kann das perfekt mit der Hochschule verbinden und kann da wirklich, also es klingt sehr, sehr gut. Mhm. Sehr ansprechend auf jeden Fall. Da hat mich gefreut, Laura. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann hoffentlich werden sich da viele Studierenden bei euch melden. Dankeschön für eure Zeit. Gerne.